Festtagsstimmung im Erfurter Steigerwaldstadion, die nach 11 Minuten einen Dämpfer erhält. Ecke Meuselwitz, Kuhlke schießt und Trübenbach trifft mit einem Aufsetzer-Kopfball die Führung für den Regionalligisten. Erfurt zur Halbzeit, dann dezimiert Gelb-Rot für Schwarz nach Foulspiel. Nach 50 Minuten wieder Trübenbach, der Mann des Augenblicks. Er zieht vom Strafraumeck ab und trifft ins Eck. Das 2-0 für die Gäste schien haltbar. Erfurt versucht es nochmal, kommt zu Chancen wie hier durch Mergel aus 3 Metern um Zentimeter vorbei am Kasten. Das Tor des Tages erzielt Miatke in der Schlussminute. Meuselwitz gewinnt 3-0 in Erfurt und trifft im Finale des Thüringen-Pokals auf den Ligarivalen Carl Zeiss Jena.